bist auf so einer Hängebrücke. Hier darf man sich gerade noch mal schnell die Hände waschen. Sehr gut, sehr, sehr gut. Und dann geht's hier. Wow, hier geht's durch. Ist nicht jedermanns Sache. Oder? Ich gehe mal gerade kurz. Die wappelt auch und wippt sehr doll. Da geht's auch runter. Ich komme gleich wieder. Ja, für Leute mit Höhenangst ist das nicht unbedingt, sagen wir mal, ein Highlight. Weil es da schon ziemlich weit runter geht. Aber ich finde es super. Wir haben es tatsächlich geschafft über diese Brücke, aber jetzt kommt die Brücke des Todes. Ja, schon sehr nett hier. So, das ist irgendwie die zweite große Hängebrücke. Ich muss gestehen, ich weiß immer noch nicht genau, wie das heißt hier. Blend das vielleicht später mal ein. Auf jeden Fall sieht es irgendwie schon spektakulär aus. Und wie gesagt, das ist nicht jedermanns Sache, weil die schon sehr wabbelig und wackelt. Weil man sollte ja nicht so viel drauf hüpfen. Ach, guck mal, da unten kann man baden. Seht ihr das? Ist das schön? Aber ich glaube, ich muss mal gerade meine Familie noch abholen. Ne, meine Frau hat Höhenangst. Also eben ist sie schon die eine große Brücke rübergelatscht. Da sage ich nur Hut ab. Hat sie sich echt was ganz, ganz Tolles zugetraut. Ja, und meine Tochter, die hatte ich auf dem Arm. Aber dann hatte sie hinterher dann auch nicht mehr so eine Angst. Mal gucken, wie es bei dieser Brücke ist. Der anderen Seite und ich wollte jetzt gerade noch mal kurz zurück, weil meine Frau ja ein bisschen Höhenangst hat. Deswegen musste wir ganz langsam gehen und ich durfte nicht wackeln, was natürlich nicht so einfach ist. Aber ich gehe noch mal zurück, um mal noch mal zu zeigen, wie wunderschön der Ausblick ist. Also einmal hier von hier oben auf den Wasserfall und vor allen Dingen kann ich dann auch mal selbst hier mal ein bisschen rumwackeln. Also da unten kann man schon mal sehen, da kann man baden. Und hier. Juhu! Es ist einfach toll. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt hören kann, aber ich werde das später sehen. Ich bin auch noch nicht so lange YouTuber. Auf jeden Fall freue ich mich. Hurra wieder!
Also wenn das nicht toll ist, dann weiß ich nicht, was toll ist. Hurra wieder. Übrigens ist da oben die Brücke. Oh ja, da gehen wir rüber, ja. Ist gleich ein bisschen lauter, aber es lohnt sich. Hier kann man sich echt richtig gut gehen lassen, sehr erfrischend. Auch die Luft ist jetzt hier natürlich gut gekühlt. Was für ein Hammertag. Richtig, richtig schön.